Im Rahmen der Digitalisierung verändert sich auch die Art zu arbeiten. Klassische Arbeitsplätze, Arbeitszeiten oder Hierarchien lösen sich immer mehr auf. Flexibilität, Kreativität und vor allem individuelle Verwirklichung stehen im Vordergrund. Denn nur wer gerne arbeitet, arbeitet auch produktiv. Das hat vor 3 Jahren auch der junge Grazer Informatikstudent Markus Gerget erkannt. Nach dem Studium gründete er deshalb kurzerhand mit 3 Kommilitonen ein Start-up-Unternehmen, welches sich mit der neuen Art zu arbeiten auseinandersetzt. Arbeit ist nichts mehr, das man tut, um sein tägliches Überleben zu sichern. Und immer mehr Menschen suchen einen Sinn und eine Aufgabe in dem, was sie im Großteil ihres Lebens tun. Dementsprechend haben Unternehmen, die New Work oder so einen Sinn bieten können, den Vorteil, dass sie die besten Leute auf dem Arbeitsmarkt für sich gewinnen können. Der Sozialphilosoph Friedhof Bergmann prägte bereits in den 80er Jahren den Begriff New Work und erarbeitete Merkmale, die diese neue Art zu arbeiten formen. Das zentrale Merkmal von New Work ist Selbstständigkeit. Für Unternehmen ist es sinnvoll, sich darauf einzulassen, um flexibel zu bleiben und für Fachkräfte attraktiv zu sein. Bei New Work steht der Mitarbeiter als Mensch im Vordergrund. Dabei geht es darum, dass man nicht nur die Fähigkeiten oder die Aufgabe, die der Mensch erfüllt, erfasst, sondern die gesamte Person. Und dadurch, dass man das erreicht, schafft man einerseits eine Vertrauensbasis, aber auch eine bessere Vernetzung in Unternehmen. Und vor allem erlaubt man den Mitarbeitern, Kreativität zu entfalten und sich und ihre eigenen Ideen einzubringen. Schon früh bemerkten Markus und seine Kollegen, nur ein kleiner Teil ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten werden von ihren Arbeitgebern überhaupt benötigt oder sind überhaupt bekannt. Die Jungunternehmer wollten jedoch eine Möglichkeit finden, um das Wissen von Mitarbeitern sichtbar zu machen. Und so tüftelten sie gemeinsam mit der Grazer Fachhochschule 2 Jahre lang an einer Software. Die nennt sich heute Skilltree. Also einfach ausgedrückt ist Skilltree eine Software, um Fähigkeiten, Wissen und Erfahrungen in einer Organisation auffindbar zu machen und zu erfassen. Wir betrachten es aber eigentlich lieber als ein Werkzeug, um Mitarbeitern zu helfen, mehr von ihren Stärken und Interessen zu zeigen und dadurch mehr von der Arbeit machen zu können, die sie gerne tun. Eine Firma, welche die Software der Grazer bereits seit einigen Wochen nutzt, ist das steirische Unternehmen Comtech. Der international führende Technologiekonzern entwickelt Maschinen für die mechanische und biologische Behandlung fester Abfälle sowie die Aufbereitung holziger Biomasse. Die Produktpalette umfasst mehr als 30 unterschiedliche Maschinentypen, die in über 80 Länder dieser Welt exportiert werden, sogar bis in die Antarktis. Dr. Heinz Leitner ist Geschäftsführer bei Comtech. Er und sein Team legen schon seit 25 Jahren Wert darauf, dass die Mitarbeiter eine offene Unternehmenskultur leben und flexibel und vor allem selbstverantwortlich arbeiten. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter über den Tellerrand hinausschauen, dass sie neue Ideen einbringen und dass sie sehr, sehr stark Selbstverantwortung leben. Und dazu waren wir auf der Suche nach einer geeigneten digitalen Unterstützung. Wir arbeiten gerade in der Digitalisierung sehr, sehr gerne mit Startups zusammen und dabei, bei dieser Recherche, sind wir auch auf Skilltree gestoßen. Was wir uns davon erwarten, ist ganz klar, schneller, effizienter zu sein und ganz speziell, dass die Mitarbeiter selbst proaktiv Teil des Systems sind. Die Software der Grazer ist so genial wie einfach. Jeder Mitarbeiter hat einen Skilltree, also einen Fähigkeitsbaum, an den er seine Fähigkeiten quasi dranhängen kann. Das sind zum einen Hard Skills, also die fachlichen Skills, die man im Laufe seiner Aus- und Weiterbildung erlernt hat und die messbar sind. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten Soft Skills. Auf diese wird in vielen Unternehmen mittlerweile immer mehr Wert gelegt. Soft Skills bezieht sich mehr auf weniger festmachbare oder weniger messbare Fähigkeiten, wie zum Beispiel Teamfähigkeit oder Humor. Das sind Fähigkeiten, die eher von anderen Menschen gemessen werden müssen oder bewertet werden sollten. Das ist wichtig, weil ein Mensch hier nicht nur eine Maschine ist, sondern halt ein soziales Wesen. Alle Fähigkeiten, die die Mitarbeiter besitzen, sind im Unternehmen für alle sichtbar. Das hat entscheidende Vorteile für die Zusammenarbeit. Zum Beispiel kann man viel schneller Teams zusammenstellen, weil man weiß, welche Personen im Unternehmen über welches Wissen verfügen. Da möchte zum Beispiel der Head of Technology eine Arbeitsgruppe zusammenstellen mit Leuten, welche sich mit Google Ads auskennen.
Anstatt lange rumzutelefonieren, schaut Jürgen Hassler einfach am Baum, welche Mitarbeiter über entsprechende Fähigkeiten verfügen. Beziehungsweise er gibt einfach in der Suchleiste des Skilltrees ein, was und wen er sucht. Und in kürzester Zeit kann Jürgen Hassler so ein Expertenteam zusammenstellen. Und auch wenn neue Stellen besetzt werden müssen, können leitende Angestellte wie Bernhard Moore auf den Skilltree zurückgreifen. Anstatt einen Projektleiter mit Spanischkenntnissen wie bisher in gängigen Jobportalen zu suchen, schaut er einfach in den Fähigkeitsbaum seines Unternehmens. Und siehe da, unter den vielen Angestellten findet sich tatsächlich ein Mitarbeiter, der über die gesuchten Fähigkeiten verfügt und so die neue Stelle besetzen kann. Uns ist wichtig, einen schnellen und transparenten Überblick zu haben und sofort zu sehen, welche Talente sind bei uns im Haus. Es ist für uns als Unternehmen extrem wichtig, einen ganz breiten Blumenstrauß an Talenten und auch Typen zu haben, aufgrund des internationalen Geschäfts. Auch andere Mitarbeiter können von Skilltree profitieren, wenn sie zum Beispiel Hilfe bei täglichen Arbeitsabläufen benötigen. Wie in diesem Fall Assistentin Nina Jöller. Sie verzweifelt gerade an einer Excel-Tabelle. Einen kurzen Blick in den Fähigkeitsbaum der Firma verrät ihr, dass Kollege Hans-Jürg Löhnert sich bestens mit dem Programm auskennt und natürlich auch bereit ist, Nina bei ihren Problemen zu unterstützen. Hans-Jürg nimmt sich viel Zeit für die junge Kollegin, sodass sie am Ende des Tages sogar eine neue Fähigkeit an ihrem persönlichen Baum hinzufügen kann. Eine weitere Besonderheit von Skilltree ist es auch, dass Mitarbeiter eintragen können, welche Fähigkeiten sie gerne noch erlernen möchten, sodass die Führungsebene entsprechende Schulungen und Fortbildungen anbieten kann. Das hat Markus Gergeth im eigenen Unternehmen als erster gemerkt, als in dem hauseigenen Fähigkeitsbaum immer mehr Kollegen sich dafür interessierten, Russisch zu lernen. Seitdem bietet Muttersprachler Viktor einmal die Woche einen Sprachkurs an, damit auch die ganze Firma mit ihren Programmierern in der Ukraine kommunizieren kann. Beim Unternehmen Comtech spielen nicht nur die fachlichen Skills der Mitarbeiter eine große Rolle, sondern auch persönliche Kompetenzen. Momentan sind Theresa Heuberger und Andreas Kunter gerade dabei, ein neues Jahresprogramm für das Gesundheitsprojekt Comtech in Motion zu gestalten. Dabei soll den Mitarbeitern auch ein regelmäßiges Workout angeboten werden. Gut, dass die beiden dank des Skilltrees herausfinden, dass Kollege Mario Sauseng, der eigentlich im Quality Engineering arbeitet, privat auch noch Fitnesstrainer ist. Und Mario sorgt gerne nach Feierabend dafür, dass seine Kollegen einen sportlichen Ausgleich zum Arbeitsalltag bekommen. Die ganzen Kompetenzen, die neu entdeckt werden und plötzlich zur Verfügung stehen, machen das Unternehmen agiler und erlauben auch zusätzliche Projekte beispielsweise aufnehmen zu können. Andererseits ist es auch ein Werkzeug für Mitarbeiterführung und für Teamkultur, einfach weil es Autonomie in der Organisation fördert und die Vernetzung der Mitarbeiter untereinander. Mit ihrer Software schafft es das junge Grazer Unternehmen, andere Firmen dabei zu unterstützen, ihre Mitarbeiter selbstständiger, flexibler und eigenverantwortlicher arbeiten zu lassen. Somit fördern sie nicht nur die Freude an der Arbeit, sondern sorgen gleichzeitig für bessere Umsätze. Denn wer seinen Job gerne macht, der ist automatisch produktiver. Und Markus Gergeth und sein Team planen für die Zukunft noch mehr. Zum einen arbeiten sie daran, Mitarbeiterzufriedenheit messbar zu machen, wie man das perfekte Team zusammenstellt und vieles mehr. Momentan forschen wir gerade am Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Zufriedenheit in bestimmten Berufen. Der Sinn dahinter ist, eventuell eine KI zu entwickeln, die in der Lage ist, für jeden Mitarbeiter die passende Aufgabe in einem Unternehmen zu finden. Unser Verständnis von Arbeit befindet sich in einem rasanten Wandel. In einer digitalen Welt haben klassische Karrieren ausgedient und die Sinnfrage rückt immer mehr in den Vordergrund bei jungen Arbeitnehmern. Die rationale Leistungsgesellschaft hat sich als nicht zukunftsfähig erwiesen. Das Unternehmen Skilltree schafft es mit seiner innovativen Software, dass New Work-Modelle sich schneller durchsetzen und Mitarbeiter sich flexibel entfalten können.